Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist Toni vom Garten mit Rendite. Heute sind wir mal an meinen Mini-Kiwis. Die sind nämlich gerade am Blühen. Da will ich euch mal dies und das dazu erzählen, wie die Befruchtung stattfindet bei der Mini-Kiwi. Da gibt es nämlich einiges zu beachten, dass man auch eine reichhaltige Ernte hat. An dieser Pflanze hier, da werde ich gar nichts ernten. Das ist nämlich ein Männchen. Also viel Spaß beim Filmen. Die Mini-Kiwi Actinidia aguta sind zweihäusige Pflanzen. Das bedeutet, man braucht zwingend ein Männchen und ein Weibchen. Das Männchen dient rein zur Befruchtung, das setzt dann selber keine Früchte an. Die Blütezeit ist in etwa Anfang Juni, allerdings haben wir dieses Jahr ein sehr kaltes Frühjahr gehabt und hier ist jetzt der 23. Juni an dem heutigen Drehtag. Die Blüte an sich ist nicht frostgefährdet, da sie ja so spät stattfindet im Juni. Allerdings der erste Austrieb kann schon zurückfrieren, da habe ich ja schon mal ein Video gemacht, das kann ich euch gerne unten mal verlinken in der Videobeschreibung. Die Blüte der Männchen, da sieht man schon, die ist sehr gut behangen, da sind richtige Blütenbüschel dran. Es sind welche offen, manche sind noch geschlossen. Da hat man ein sehr langes Blütezeitfenster bei den Männchen. Bei den weiblichen Pflanzen, da sind nicht ganz so viele Blüten dran. Bei diesem Exemplar hier, da hat man nur vereinzelt Blüten in den Blattachseln. Da gibt es aber auch andere Sorten, da hat man schon deutlich mehr Blüten. Das gucken wir uns gleich noch an. Hier muss man schon richtig suchen, die Blüten sind relativ unscheinbar. Der neue Austrieb, der überwuchert auch so ein bisschen die Blüten und man findet die einfach schlecht. Aber es sind auf jeden Fall viele vorhanden. Da muss man mal ein bisschen in den Blättern stöbern, sage ich mal. Und da kann man jede Menge Blüten finden und auch kleine Fruchtansätze schon im Hintergrund. Die Blüte der Weibchen, die ist eigentlich gut zu erkennen. Die hat da so einen weißen Büschel unten dran und man sieht auch einen dicken Fruchtknoten da in der Mitte. Ja, das gucken wir uns gleich nochmal näher an. Jetzt habe ich mir mal eine Blüte abgepflückt hier von einem Weibchen. Jetzt gucken wir uns das mal hier genauer an. Also hier das weiße Büschel, das ist die Narbe, die praktisch den Pollen empfängt. Und unten drunter, da haben wir schon einen richtigen Fruchtknoten. Also man kann schon erkennen, dass da ein kleiner Mini-Kiwi sich bildet in der Mitte. Ne? Also ist schon deutlich zu erkennen. Wenn wir jetzt mal die andere Blüte nehmen vom Männchen, da habe ich auch eine abgepflückt. Da kann man deutlich erkennen, dass in der Mitte ist überhaupt nichts. Ne? Da ist kein weißer Püschel und auch kein Fruchtknoten. Hier hat man nur die Staubgefäße, die sind jetzt hier bei diesen Männchen schwarz. Ja, und wer dieses Männchen nicht hat, der wird auch keine Früchte ernten. Es gibt zwar Sorten wie die Isai, die setzen noch Früchte an ohne Befruchtung, allerdings sind die dann nicht so groß und schmackhaft, wie wenn sie befruchtet ist. Hier seht ihr nochmal den Vergleich. Rechts ist das Weibchen mit dem Puschel und den dicken Fruchtknoten und links das Männchen, wo nur Staubgefäße sind und in der Mitte gar nichts. Befruchtet wird die ganze Sache hier hauptsächlich durch Hummeln. Ich habe da keine anderen Insekten gesehen, außer die Hummeln. Da seht ihr mal so ein dickes Ding hier. Und die hat mich gleich noch angegriffen dann. Die war gleich sauer, weil ich sie beobachtet habe. Ich habe zwar auch andere Insekten gesehen, wie diese Libelle hier, aber die hat bloß mal ein Päuschen gemacht. Ich habe mir früher selber mal die Frage gestellt, kann denn eine männliche Sorte von der Mini-Kiwi alle weiblichen Sorten befruchten? Und das klären wir mal hier an der Fitberry Jessie. Hier haben wir nämlich noch geschlossene Blüten, also die sind noch nicht aufgegangen. Demnach zufolge können sie auch nicht befruchtet werden. Ein paar sind zwar schon geöffnet. Ja, und da habe ich mir immer so überlegt, kann denn jetzt das Männchen alle befruchten oder blüht das vielleicht schon ab und das Weibchen blüht erst später und ich habe dann keine Früchte? Ja, und die Frage, die kann ich euch ganz leicht beantworten. Da gehen wir mal wieder zum Männchen rüber. Und hier kann man ganz schön sehen, dass auch beim Männchen noch viele Blüten geschlossen sind. Also viele sind schon geöffnet und viele sind auch noch geschlossen. Also man hat auf jeden Fall ein langes Blühfenster, sage ich mal. Das Männchen deckt alle Weibchen ab. Hier sind sogar noch welche geschlossen, also die gehen noch viel später auf. Also eine männliche Sorte vom Actinidia aguta, vom Mini-Kiwi, kann alle weiblichen Sorten befruchten. Die Fachleute sagen, dass ein Männchen ungefähr 6 bis 8 Weibchen befruchten kann. Also 6 bis 8 weibliche Mini-Kiwi. Allerdings würde ich das ganz anders sehen, weil es kommt ja immer darauf an, wie groß man die Pflanze wachsen lässt. Also man kann ja das Männchen klein schneiden, so dass man bloß zwei kleine Triebe hat. Man könnte so über eine ganze Haushälfte wachsen lassen, ne? Und entsprechend ist dann auch die Befruchtung. Also könnte da vielleicht noch viel mehr Weibchen befruchten mit dem Männchen, wenn er das riesengroß wachsen lässt. Das Männchen, was ihr hier sehen könnt, das ist in dem Spalier jetzt rechts rüber gewachsen. Daneben, da steht eine weibliche Pflanze jetzt, hier unten.
Und oben drüber ist jetzt praktisch das Männchen völlig reingewachsene. Da sieht man die ganzen langen Triebe da oben. Das ist alles das Männchen, was vom linken Spalier rechts rüber gewachsen ist. Also ich kann euch bloß empfehlen, macht das Männchen an ein extra Spalier oder stellt das ein bisschen extra. Nicht, dass das alles ineinander wächst. Also man kann das überhaupt nicht mehr kontrollieren. Das Männchen wächst viel stärker als die Weibchen. Also die meisten Weibchen sind deutlich schwächer wachsend. Also macht das lieber an ein extra Spalier. Hier seht ihr das, wie die Ruten sich ineinander verschlingen. Also man sieht später überhaupt nicht mehr durch, welche Pflanze da was ist, wenn man da nicht permanent dran ist und das schneidet. Aber ich habe so viele Pflanzen, ich kann da nicht permanent alles da abschnibbeln. Ne? Seht ihr selber, das verdreht sich so stark. Also das sieht man überhaupt nicht mehr durch später. Bis zur Blüte, da dauert es ein wenig. 3 bis 5 Jahre kann man schon so rechnen, bis die Mini-Kiwi mal blühen. Es gibt zwar Sorten wie hier die Julia, die blühen schon deutlich eher. Ich fand hier persönlich jetzt die Früchte nicht so toll bei der Julia, aber wer möchte, wer schnell ernten möchte, der kann sich die Sorte pflanzen. Durch einen guten Schnitt, da kann man natürlich die Blüte noch fördern. Allerdings ist es aus meiner Sicht ja viel Theorie, also gerade für Laien. Ihr seht selber, die Pflanzen, die wachsen so stark und die wuchern regelrecht. Und da gibt es viele, viele Seiten im Internet, da steht dann ganz einfach drin, ja, noch einen dritten Blatt einkürzen. Ja Leute, also man sieht da wirklich nicht durch, das wächst durcheinander. Ein Profi, da bekommt das sicherlich hin, eine Profi-Plantage, ne? Aber so Laien, wenn man da mal 2 Wochen nicht hinguckt, dann ist alles völlig verquirlt und verwachsene, hat man überhaupt keine Chance, irgendwie eine Ordnung reinzubekommen. Ich habe das hier sowieso mehr als Sichtschutz. Natürlich möchte ich auch Früchte und da sind auch mehr als genug dran. Also man, selbst wenn man nicht perfekt schneidet, man erntet mehr als genug. Ich werde dann einfach mal großzügig was wegschneiden. Ja, und dann hat man trotzdem noch genug Früchte. Da muss man sich nicht so sorgen. Wenn ihr euch fragt, ob nach einem Spätfrost am Mini-Kiwi trotzdem noch eine Ernte zu erwarten ist, da kann ich euch sagen, ja, so sahen die Knospen hier im Frühjahr aus. Also der frische Austrieb, der ist komplett kaputt gefroren. Aus denselben Knospen ist dann nichts mehr rausgewachsene. Dann hat man noch jede Menge schlafende Augen. Da ist der Austrieb, den ihr jetzt gesehen habt, mit den Blüten dann rausgekommen. Also man kann auch bei einer zurückgefrorenen Pflanze im Frühjahr, kann man trotzdem noch auf eine Ernte hoffen. Wenn allerdings dieser zweite Austrieb auch noch zurückfriert, da habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Der zweite Austrieb hat bei mir immer überlebt. Wenn der zurückfriert, ich glaube, dann kann man gar nichts ernten. Hier könnt ihr das nochmal sehen, jetzt hat man schon so eine kleine Fruchtansätze da und links daneben, da haben wir jetzt so eine Knospe, die war kaputt gefroren. Die ist praktisch so eingetrocknet und nicht wieder ausgetrieben. Aber man hat, wie gesagt, genug schlafende Augen, wo dann noch Früchte jetzt entstanden sind beim zweiten Austrieb. Für die Abonnenten, die mich schon länger verfolgen, da wollte ich jetzt nochmal meine Mini-Kiwi-Stecklinge zeigen oder Steckhölzer hatte ich ja gemacht. Die entwickeln sich ganz gut, ne? 2 sehen richtig gut aus, einer war von Schnecken abgefressen und ein 4. der ist eingegangen, der hatte Blüten ausgetrieben. Aber die 2 entwickeln sich sehr gut. Ja Leute, das war's schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, könnt ihr nichts verpassen, seid immer mit dabei, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Also, bleibt gesund Leute, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.